Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit der Folge Regelleistung Frequenzregelung. Heute schauen wir uns nämlich einmal genauer an, welche Netzfrequenzen stellen sich bei Leistungssprüngen im Stromnetz ein. Dabei geht es mathematisch ziemlich ins Eingemachte. Wir berechnen nämlich die Systemreaktionen für die Momentanreserve. Wir lernen den Selbstregeleffekt kennen. Wir schauen, wie Primärregelung sich in dem Fall tatsächlich berechnen lässt. Fassen alles zu einem Gesamtsystem zusammen und schauen uns das Ganze dann insgesamt dann noch einmal in einer kleinen Simulation an. Wir fangen an mit der Momentanreserve. Wir erinnern uns, dabei geht es um die Schwungmassen des Generators. Das heißt, wir schauen uns jetzt einmal mathematisch an, was bei einem Leistungssprung passiert. Das ist jetzt hier einmal im Zeitbereich dargestellt. Auf der horizontalen Achse ist die Zeit t. Und auf der vertikalen Achse sehen wir jetzt die Leistung, die dieser Generator liefern muss. Zu Anfang liefert er eine Leistung P0 und dann wird plötzlich mehr Leistung auf den Generator gegeben, also ein Leistungssprung. Es ist also plötzlich mehr Leistung im Netz, als die Lasten abnehmen können. Was passiert dann? Wir erinnern uns, die Schwungmasse des Generators sorgt dafür, dass diese Leistung zunächst einmal aufgenommen wird in Form von Rotationsenergie. Das heißt, der Generator fängt an, langsam schneller zu drehen. Und da es sich dabei um das Integral der zugeführten Leistung handelt, erwarten wir, dass also auf einen Sprung das Integral dieses Sprungs mathematisch als Ergebnis herauskommt. Und das Integral eines Sprungs ist bekanntermaßen ein linearer Anstieg. Und genau das sehen wir hier. Das heißt also, als Reaktion sehen wir, dass die Drehzahl oder besser gesagt die Frequenz des Generators linear ansteigt. Um das Ganze jetzt allgemeiner fassen zu können, normieren wir die Größen für Leistung und Frequenz. Wir definieren eine relative Leistungsänderung, also die Änderung der Leistung bezogen auf die Leistung vorher, Delta P durch P0. Und als relative Größe kriegt das Ding einen kleinen Buchstaben, ein kleines p. Dasselbe machen wir für die Frequenz. Wir definieren also die Frequenzänderung geteilt durch die Frequenz vorher, was typischerweise unsere Netzfrequenz ist. Das Blöde ist, wenn wir jetzt einen kleinen Buchstaben nehmen, landen wir wieder bei f und werden verwirrt. Deswegen habe ich mich hier entschlossen, ein kleines Buchstaben nü zu verwenden. Das wird in der Physik eben auch oft für die Frequenz von Licht oder so verwendet und deswegen verwende ich das hier mal ausnahmsweise als kleinen Buchstaben für die relative Frequenzänderung. Ja, und wenn wir dann jetzt hier zurückkommen an unser Bild, können wir festhalten, dass die relative Frequenzänderung nü sich aus dem Integral über der Zeit der relativen Leistungsänderung ergibt. Das Ganze braucht dann noch einen Proportionalitätsfaktor, was also die Größe und Art und Beschaffenheit des Generators beschreibt. Und das ist die sogenannte Anlaufzeitkonstante TA des Generators. Und es gilt, dass also die Frequenzänderung integral mal Leistungsänderung geteilt durch diese Anlaufzeitkonstante ist. So ist sie in diesem Fall definiert. Wir können uns das Ganze auch anschaulich darstellen. Nehmen wir an, wir wollten die Simulation in einem Tool machen, wie beispielsweise MATLAB Simulink. Dann können wir dieses Verhalten in einen Kasten packen, in ein Integralglied packen.
Und das würde dann praktisch das Verhalten beschreiben. Hier oben sehen wir das Verhalten im Zeitbereich. Wir könnten das Ganze jetzt auch in einem Reaktionsfrequenzbereich betrachten. Ja, so ähnlich wie wenn wir ein elektrisches Signal am Oszilloskop ebenfalls im Frequenzbereich betrachten können, indem wir es eben mit einer Fourier-Analyse oder Synthese dann im Frequenzbereich beschreiben. Und so können wir dieses Integralglied hier ebenfalls in einem Frequenzbereich beschreiben, als mit komplexen Größen, aber wobei aufgepasst, dieses Omega, was jetzt hier drin steht, 1 durch J Omega TA mal klein p, dieses Omega ist natürlich nicht die 50 Hertz Netzfrequenz, sondern das wäre jetzt die Reaktionsfrequenz. Also stellen wir uns vor, dass also die Leistung, die auf den Generator zugefügt wird, vielleicht mit einer Frequenz von einem Hertz immer rauf und runter variiert wird, dann würden wir praktisch diese Gleichung hier anwenden können. Ja, symbolisch können wir das mit einer rotierenden Masse darstellen, wo wir also die Leistungsänderung hineinstecken und die Frequenzänderung messen. Ich zeichne das deswegen, weil es nämlich weitere äquivalente symbolische Darstellungen gibt. Zum Beispiel könnte man das Ganze hier auch als ein mechanisches Analogon sehen, also eine Masse, die eben irgendwo aufgehangen ist, auf die eine Kraft wirkt und bei der wir die Geschwindigkeit dieser Masse messen. Dann bekommen wir dieselbe gesetzmäßige Zusammenhang wie hier oben. Und wir sehen, dass die Netzfrequenz vergleichbar wäre mit der Geschwindigkeit, mit der die Masse sich bewegt. Und der Leistungssprung vergleichbar wäre mit einem Kraftsprung, den wir auf diese Masse drauf tun. Und die Anlaufzeitkonstante wäre unmittelbar vergleichbar mit der Masse dieses Blocks. Wir können auch ein elektrisches Analogon wählen und das wäre sinnvollerweise ein Kondensator. Auch hier haben wir den Zusammenhang über ein Integral und hier sehen wir, dass also in diesem Fall die Spannung äquivalent wäre zu der Frequenz, die wir messen. Und der Leistungssprung wäre äquivalent zu einem Stromsprung. Und die Kapazität wäre dann äquivalent zu der Anlaufzeitkonstante. Das heißt, wenn wir dieselben Formeln verwenden, die wir in der Elektrotechnik für einen Kondensator kennen, Strom und Spannung jeweils für Frequenz und Leistungssprung nutzen, dann können wir mit unseren bekannten Gleichungen ja das Verhalten beschreiben. Als nächstes schauen wir uns die Reaktion der Lasten an, wenn denn sich die Netzfrequenz ändert. Jetzt werden Sie sagen, was sollen die sich groß ändern? Eine Lampe, die reagiert doch nicht, der ist die Netzfrequenz oder sowas von egal. Und Leistungselektronik ebenfalls. Richtig, aber es gibt im Netz auch Lasten, die frequenzabhängig sind. Insbesondere Drehstrommotoren. Das heißt, wenn die Frequenz zunimmt, dann nimmt automatisch die Leistung zu. Und dieser Zusammenhang ist in erster Näherung linear mit vernachlässigbarer Zeitverzögerung. Wenn wir also dann auf unser System, auf unsere frequenzabhängigen Lasten einen Sprung der Netzfrequenz drauf tun, dann erhalten wir auch eine entsprechende Sprungfunktion für die Leistung. Das heißt, die Leistung folgt der Netzfrequenz mit einem gewissen Faktor. Dieser Faktor kann beschrieben werden durch die sogenannte Laststatik. Statik ist ein Begriff, den sollten wir uns einmal merken. Das hat jetzt nichts mit Maschinenbau und Mechanik zu tun, sondern im Stromnetz ist Statik definiert als das Verhältnis von Frequenzänderung auf einen Lastsprung. Das heißt,
Änderung der Frequenz auf einen Lastsprung bezeichnen wir als Statik. Für den genannten Selbstregeleffekt gibt es auch eine Konstante Alpha L, die in der Literatur angegeben wird. Hier sehen Sie die Definition. Wir können, wenn wir das Ganze jetzt als Block in einem Simulationsprogramm nutzen wollten, die Reaktion der Lasten als einfaches Proportionalglied darstellen. Und wenn wir das jetzt im Frequenzbereich machen, taucht gar keine Frequenz auf. Das heißt, wir können hier sagen, die Leistung ist proportional, so umgekehrt zur Laststatik mal Frequenzänderung. Ja? Und wenn wir das Ganze als mechanisches Analogon betrachten wollen, dann müssten wir ein Reibglied verwenden, bei dem die Geschwindigkeit direkt proportional zur Kraft ist, die man hier aufwendet. Oder in einem elektrischen Analogon wäre ein Widerstand angemessen, der nämlich genau das Verhältnis von Strom und Spannung wiedergibt, also eine Proportionalität von Strom und Spannung, genau wie proportionale Frequenz und Leistungssprung in echt. Ja, wenn wir beide Komponenten zusammenfügen, das heißt, wenn wir also in einem Netz diesen Selbstregeleffekt durch frequenzabhängige Lasten haben, dann geben wir folgendes Ergebnis heraus, was ich jetzt schon einmal vorwegnehme. Wir erhalten ein Verhalten ähnlich wie bei einem Tiefpass, ähnlich wie beim Aufladen eines Kondensators, das kennen Sie schon. Und wir haben jetzt hier zwei charakteristische Größen, nämlich einmal die Frequenzabweichung für sehr große Zeiten, nü und endlich, und wir haben eine Änderungsgeschwindigkeit direkt zu Anfang. Und insgesamt können wir diese Sprungreaktion ähnlich wie eine Aufladekurve vom Kondensator als E-Funktion beschreiben, wie hier dargestellt, mit einer Zeitkonstante. Und stellen fest, dass also die Abweichung für sehr große Zeiten sich unmittelbar aus der Laststatik ergibt. Die Änderung der Netzfrequenz direkt am Anfang ist so, wie wenn der Selbstregeleffekt noch nicht da wäre. Das heißt, hier haben wir praktisch nur den Effekt der Momentanreserve. Die Zeitkonstante, werden wir gleich sehen, auch warum, ergibt sich aus dem Produkt von Laststatik und Anlaufzeitkonstante. Wir können dieses Verhalten simulieren, indem wir unsere entsprechenden Blöcke miteinander verschachteln. Das heißt, wir haben zum einen hier unsere Momentanreserve als Reaktion auf die Frequenzen. Die Frequenzänderung durch die Momentanreserve, die bewirkt sozusagen rückwirkend wiederum über die Reaktion der Lasten einen Rückkoppeleffekt auf das Gesamtsystem. Und wenn wir das Ganze im Reaktionsfrequenzbereich beschreiben, dann erkennen wir die typische Form eines Tiefpasses. Wenn wir das Ganze einmal symbolisch darstellen, ne, als Parallelschaltung von Anlaufzeitkonstante, Momentanreserve und Selbstregeleffekt durch die frequenzabhängigen Lasten, können wir das Ganze praktisch auch als Parallelschaltung von einer schwingenden Last mit einem Dämpfungsglied darstellen. Und dann wird einem diese Kurve vielleicht schon deutlicher. Wenn wir jetzt stattdessen dann das elektrische Analogon wählen und entsprechend in Kondensator und Widerstand einsetzen, die wir eben dafür gefunden hatten, erhalten wir praktisch eine Parallelschaltung von Kondensator und Widerstand. Und wenn wir auf diese Anordnung dann einen Stromsprung geben, sozusagen als Leistungssprung-Äquivalent, dann können wir die Spannung messen, sozusagen als Äquivalent für die Frequenz. Änderung. Und da sehen wir, dass dann eben für große Zeiten der Kondensator aufgeladen ist und nur der Widerstand, das Verhältnis zwischen Strom und Spannung bestimmt. Das entspricht dann hier also unserem Fall für
t gegen unendlich, bei dem sie dann ebenfalls eine konstante Frequenz einstellt, sowie eine konstante Spannung in unserem elektrischen Analogon. Und ebenso sehen wir, dass im allerersten Moment im Wesentlichen der Kondensator eine Rolle spielt, weil nämlich in dem Fall durch den Widerstand noch gar kein Strom fließt. Und auch so können wir anhand des elektrischen Analogons vielleicht noch etwas besser verstehen als E-Techniker, was hier am Anfang passiert, nämlich dass dieser Kondensator sich praktisch linear zunächst einmal auflädt, so wie die Frequenzänderung bei unserer Momentanreserve. Und je mehr der Kondensator sich auflädt, desto mehr Spannung liegt am Widerstand an. Der Strom teilt sich dann auf Kondensator und Widerstand, bis irgendwann der Kondensator geladen ist und der Strom nur noch durch den Widerstand fließt. Kommen wir nun zur Primärregelung. Jeder Generator, der an der Primärregelung teilnimmt, muss automatisch auf die Änderung der Netzfrequenz reagieren. Weitere Details zur Primärregelung lernen Sie noch in der entsprechenden Vorlesung kennen. Da gibt es auch ein entsprechendes Video zu. Aber diese Kurve zeigt an, welche Leistung bei welcher Netzfrequenzänderung dieser Generator liefern muss. Wenn die Netzfrequenz fällt, so muss er zusätzlich Leistung ins Netz liefern, um das Netz zu stabilisieren. Wenn die Netzfrequenz steigt, muss er Leistung aus dem Netz nehmen wie eine Last, weil sonst nämlich ein Überschuss im Netz vorhanden ist. Das Ganze ist linear mit einer entsprechenden Steigung und diese Steigung, die entspricht direkt der Turbinenstatik ST. Und wenn wir das einmal ausrechnen, Delta F, 200 mHz geteilt durch 50 Hz, geteilt durch die 100% Leistung, dann erhalten wir eine Turbinenstatik von 4%. Turbinenstatik ist deswegen der Begriff für die Primärregelung, weil er aus der Kraftwerkstechnik stammt. Schauen wir uns das Ganze nun im Zeitbereich an. Die Primärregelung reagiert unmittelbar auf Frequenzänderungen. Das heißt, eigentlich sollte sie direkt proportional zur Frequenz reagieren. Und wenn wir eine gute Batterie haben, dann ist das tatsächlich auch der Fall. Wir haben jetzt hier ein Verhältnis von Frequenzänderung und Leistungsänderung, die zur sogenannten Turbinenprimärregelungsstatik führt. Das genaue Verhalten zur Primärregelung beinhaltet aber auch, dass eine Verzögerung von 30 Sekunden erlaubt ist. Das können Sie in der entsprechenden Videovorlesung zur Regelleistung noch einmal nachhören. Damit würde sich diese Kurve ergeben, die hier gestrichelt eingezeichnet ist. Die ist aber für Systemanalyse ziemlich schlecht zu handhaben. Deswegen nutzen wir also eine Näherung mit einem tiefpassähnlichen Verhalten, bei dem wir jetzt hier die Turbinenprimärregelungszeitkonstante, mit einem Wort die Zeitkonstante für diese Kurve, entsprechend anpassen, dass sie möglichst gut eben dem linearen Abfall von 30 Sekunden entspricht und das auch beschreibt. So. Damit hätten wir also erst beschrieben, unsere Reaktion eines Generators auf die Frequenzänderung eines Generators, der Primärregelung macht. Das, wie wir sehen, entspricht ebenfalls einem Tiefpass, allerdings einem invertierenden, deswegen dieses Pünktchen hier dran. Und das heißt, wir haben jetzt hier ebenfalls eine Gleichung, die an einen Tiefpass erinnert, wenn wir das im Reaktionsfrequenzbereich betrachten. Hier haben wir jetzt die Gleichung Leistung als Funktion der Frequenz. Für unsere symbolische Darstellung brauchen wir allerdings genau die umgekehrte Gleichung. Das heißt, wir brauchen die Gleichung Frequenz als Funktion des Leistungssprungs. Und wenn man diese Gleichung umstellt, dann bekommt man diese Gleichung hier heraus. Und wenn wir jetzt das elektrische Analogon wählen, dann können wir es so wählen, dass es aus einem Widerstand und einer
Induktivität besteht. Wenn wir dann also aufschreiben, die Gleichung für diesen elektrische Analogon, dann sehen wir direkt den Vergleich. Das heißt, wenn wir also den Stromsprung mit dem Leistungssprung vergleichen, dann können wir also die Statik der Primärleistungsturbine mit dem Widerstand direkt vergleichen und die Zeitverzögerung hier praktisch direkt ST mal groß mal TT, also Statik mal Turbinenkonstante, entspricht praktisch der Induktivität, die wir hier haben. Das heißt, damit haben wir jetzt auch schon für die Primärregelung ein elektrisches Analogon gefunden. Entsprechend könnte man dann ein mechanisches Analogon wählen, wenn Ihnen das vielleicht eingängiger ist, bei dem eben eine Feder mit einer Federkonstante S, die dann durch ein Reibglied gedämpft wird, das Ganze darstellt. Wir kommen nun zur Gesamtreaktion, wenn also alle Komponenten zusammen agieren. Wieder gehen wir von einem Leistungssprung im Netz aus, das heißt, unsere Generatoren bekommen plötzlich zusätzliche Leistung auf die Welle. Dann passiert Folgendes: Die Kurve stabilisiert sich auf einen bestimmten Wert, aber sie schwingt sich ein wenig ein, typischerweise. Und wir können einen charakteristischen Punkt nennen, das ist nämlich die Abweichung der Netzfrequenz für einen großen Zeitraum. Das ist die sogenannte Netzstatik, die sich aus der Primärleistungsturbinenstatik und der Statik des Selbstregeleffekte des Netzes ergibt. Diese beiden Größen werden mit dem Paralleloperator verknüpft. Wir werden gleich sehen, wo das herkommt. Und dann können wir die Frequenzänderung für große Zeiten direkt aus dem Leistungssprung berechnen, wenn wir nämlich diese Netzstatik kennen. Ein weiter charakteristischer Punkt ist die maximale Frequenzänderung. Die ist für uns für das Netzbetrieb relevant. Und dort kann man in der Literatur die Gleichung finden, die ich hier angegeben habe. Hier sind sowohl Netzstatik als auch Anlaufzeitkonstante und Turbinenanlaufzeitkonstante relevant. Und als letzte sehen wir wieder die Änderung der Netzfrequenz gleich zu Anfang. Diese ergibt sich dann tatsächlich auch wieder aus der momentanen Reserve. Denn zu diesem Zeitpunkt sind die anderen Effekte noch nicht wirksam. Weiterhin können wir die Periodendauer dieses Einschwingvorgangs ungefähr abschätzen. Es ergibt sich diese Gleichung, auch da gehe ich gleich noch darauf ein, wo die herkommt. Gut, wir schauen das Ganze uns einmal nochmal mit entsprechenden im Blockdiagramm an. Das heißt, wir haben hier unsere rotierende Masse, wo sich einmal der Selbstregeleffekt als Rückkopplung ergibt und zum anderen eben unsere Primärregelung, unser Tiefpass ebenfalls eine Rückkopplung darstellt. Und wenn wir das im Reaktionsfrequenzbereich ausdrücken wollten, dann ergibt sich dann diese Gleichung. Diese Doppelstriche sind wiederum Symbole für den Paralleloperator. Wenn wir das elektrische Analogon uns einmal anschauen, ergibt sich folgendes Ersatzschaltbild. Wir haben einmal den Kondensator für den Momentanreserve, den Widerstand für den Selbstregeleffekt und parallel zu dieser Anordnung dann den Widerstand und die Induktivität der Primärregelung. Wir sehen zwei Dinge. Erstens, für sehr hohe Zeiten ist der Kondensator aufgeladen, also praktisch für Gleichstrom, wenn also unser P konstant bleibt, dann ist der Kondensator aufgeladen.
Die Spule wird zum Kurzschluss und es bleiben übrig diese beiden Widerstände. Der erste steht für den Selbstregeleffekt, für die Statik desselben und der zweite für die Statik der Primärregelung. Und hier sehen wir, beide Widerstände sind dann parallel geschaltet. Beide Statiken sind parallel und daraus resultiert hier oben in der Gleichung der Paralleloperator. Wir sehen weiterhin, dass in diesem Ersatzschaltbild ein Kondensator und eine Induktivität parallel geschaltet sind und durch diese Widerstände gedämpft sind. Dieser Kondensator und die Induktivität, die bilden einen Parallelschwingkreis. Dessen Resonanzfrequenz lässt sich grob abschätzen. Omega 0 ist 1 durch Wurzel LC. Und wenn wir einmal schauen, welche Größen wir hier für L und C zu ersetzen haben, ergibt sich daraus die Resonanzkreisfrequenz von unserem tatsächlichen System. Und das Inverse davon mit 2π entsprechend berücksichtigt, ergibt dann hier unsere Periodendauer von 2π durch Omega 0. Dieses elektrische Analogon lässt sich auch prima verwenden, um jetzt in einer elektrischen oder elektronischen Schaltungssimulation das Verhalten des Stromnetzes zu simulieren. Man gibt dann kurzerhand entsprechende Werte für Kondensator, Widerstand und Spule ein, schließt eine Stromquelle mit Sprungfunktion hinzu, um einen Leistungssprung zu simulieren. Und nach der Simulation ist dann die Spannung, die man jetzt hier ablesen kann, dem Äquivalent der Netzfrequenzänderung. Der Vollständigkeit halber habe ich hier auch noch einmal das mechanische und das ursprüngliche Ersatzschaltbild dargestellt. Ich möchte da hier nicht allzu sehr im Detail drauf eingehen. Vielleicht können Sie das Video einmal stoppen und genauer schauen. Zusammengefasst möchte ich Ihnen einmal eine Simulation zeigen, die ich mit LTSpice erzeugt habe. Das Ganze wurde simuliert mit diesem Ersatzschaltbild, bei dem die entsprechenden elektrischen Komponenten eben die Analogons sind für unsere reale Stromnetzeigenschaften. Und das schauen wir einmal an. Wenn wir nur die Anlaufzeitkonstante des Momentaneffektes berücksichtigen, dann erhalten wir hier einen entsprechenden linearen Verlauf. Hier habe ich einmal einen zusätzlichen Lastsprung draufgegeben. Das heißt also, die Generatoren sehen eine negative Leistung, also ein zugeführtes Leistungsdefizit. Und die Parameter sind ungefähr so gewählt wie bei unserem europäischen Stromnetz. Und der Leistungssprung entspricht ungefähr dem, was in unserem europäischen Stromnetz die Primärregelung ungefähr wegschaffen kann. Ja, wenn wir jetzt dabei berücksichtigen den Selbstregeleffekt in unserem Stromnetz, dann sehen Sie, wie sich das Ganze stabilisiert auf eine Frequenzdifferenz von etwa 750 mHz. Und wenn jetzt die Primärregelung hinzukommt, dann sehen Sie, wie also die Frequenzänderung auf 200 mHz limitiert wird und sich dann eben auf etwa 100 mHz Differenz einpegelt. Wie wir schon gelernt haben, tritt dann früher oder später die Sekundärregelung in Kraft. Die habe ich jetzt hier nur einmal qualitativ dargestellt. Sie würde auch in einer anderen Zeitskala im Minutenbereich wirksam werden und die Netzfrequenz wieder zurückführen. Ja, damit habe ich Ihnen hoffentlich das Rüstzeug gegeben, im elektrischen Stromnetz Leistungssprünge, Frequenzsprünge miteinander zu verrechnen. Und damit möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Ich freue mich über Ihr Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.